Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht vom 12.12.2020 und damit zu einem neuen Interview. Und der Gesprächspartner ist heute wirklich was ganz Besonderes. Stuart Pickett hat sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen, mit euch zu sprechen, und ich freue mich sehr, euch ein ausführliches Gespräch mit ihm präsentieren zu dürfen, wo wir natürlich selbstverständlich auch wieder einen Wein probieren. Es geht natürlich zunächst um Stuart als Person, das soll heißen, er stellt sich zunächst selber vor. Dann sprechen wir etwas über seine Lieblingsrebsorte Riesling, übers Weinbauland Deutschland und natürlich dann auch über das Weingut, von dem er ja seit kurzem Botschafter ist, Gut Hermannsberg in der Nahe gelegen. Und die haben uns auch freundlicherweise einen Wein zur Verfügung gestellt, den 7 Terroir Riesling. Ein ganz besonderer Wein, ein besonderer Riesling, der als Gutswein nur deklariert ist, in Anführungsstrichen. Es handelt sich dabei nämlich um Lesegut ausnahmslos von großen Lagen, die normalerweise ja für große Gewächse herangezogen werden. Die wurden aufs Beste küvitiert und eben als Gutswein mit dem Titel Seven Terroirs auf den Markt gebracht. Und für 12 Euro, finde ich, bekommt man hier einen ausgezeichneten Lagenriesling mit sehr Terroir geprägten Geschmäckern, soll heißen, er ist sehr mineralisch und spiegelt das besondere vulkanische Gestein dieser Ecke des Anbaugebiets nahe ganz gut wieder. Ihr könnt den Wein dann auch direkt beim Gut Hermannsberg direkt beziehen und versuchen vielleicht unsere gemeinsame Verkostung dann etwas nachzuvollziehen. Aber wie auch immer, der Wein ist, finde ich, einfach lecker und für alle Riesling-Fans wirklich zu empfehlen. Ja, bevor es losgeht mit dem Interview, ein wenig Hausmeisterei noch vorneweg. Ich hatte mir einen kleinen Fauxpas erlaubt in der letzten Sendung. Ihr habt mich zahlreich darauf hingewiesen. Das freut mich insofern, weil das uns einfach zeigt, dass das Netzwerk hier von Wein verstehen leicht gemacht ganz gut funktioniert. Nämlich, ich habe Regensburg nach Niederbayern gesteckt. Ja, mea culpa, Asche auf mein Haupt, es sei mir verziehen. Irgendwie hatte ich da eine kurze falsche Verdrahtung im Kopf. Regensburg liegt natürlich in der Oberpfalz und nicht in Niederbayern. Die Hauptstadt von Niederbayern ist natürlich Landshut. Irgendwie war ich da etwas verwirrt auf der falschen Tonspur unterwegs. Und der Name Bayerwein hat mich wahrscheinlich dann irgendwie in den Regierungsbezirk Niederbayern fehlgeleitet. Also Entschuldigung an dieser Stelle, es sei einem Oberbayern verziehen, dass er hier die Grenzziehung nicht ganz hinbekommen hat. Aber danke für den Hinweis, und wenn sowas in Zukunft passiert, hier nochmal auch an der Stelle der Aufruf: Werdet Mitglied, meldet euch an in meiner Facebook-Gruppe Wein verstehen leicht gemacht. Das hat hier auch schon funktioniert. Dort erfährt ihr auch regelmäßig die neuesten News und Updates rund um den Podcast als auch meine Online-Weinkurse. Ja, auch hier gibt es ein kurzes Update. Mittlerweile sind 12 von 13 Kursen veröffentlicht. Das soll heißen, der letzte Kurs, der rauskam, war jetzt der weiße Schaumweinkurs. Da geht es zunächst mal ganz grundsätzlich um Schaum- und Perlweine, was der Unterschied eben dieser beiden Kategorien ist, wie sie hergestellt werden, und ganz im Mittelpunkt, im Fokus steht natürlich der Champagner mit seiner traditionellen Flaschengärung, und wir probieren in diesem Kurs auch wieder drei Weine, einen Prosecco, einen Winzer-Jahrgangssekt aus Deutschland und eben auch einen Champagner, was für mich sowas wie der Höhepunkt der ganzen Weinkurse vielleicht ist. Also schaut rein, er ist der 12. von 13 Kursen, wie gesagt. In Kürze vor Weihnachten gibt es dann auch noch den letzten Kurs, der dann rote und roséfarbene Schaumweine heißt. Und diese beiden Kurse wird es dann selbstverständlich auch in einem Bundle geben mit ein bisschen Preisvorteil. Und dann ist der Reigen auch komplett, und damit gibt es dann eben auch endlich das
Komplettangebot, das komplette Bundle als Weinseminar über alle 13 Kurse hinweg. Das wird dann natürlich auch besonders attraktiv sein vom Preisvorteil und vielleicht habt ihr ja in eurem Freundeskreis sehr weinbegeisterte Leute, weinviele Leute, die etwas mehr auch in dieser Corona-Zeit über Wein erfahren möchten, dann könnt ihr natürlich denen auch diesen Weinkurs oder einzelne Kurse zu Weihnachten schenken. Ich denke, das ist in dieser absurden Corona-Zeit, wo auch keine Weinseminare stattfinden können, vielleicht ein ganz guter Ausgleich, eine gute Alternative, wenn man sein Weinwissen etwas aufpolieren möchte. Und dann noch ein letzter Aufruf. Es fehlt immer noch der zweite Gewinner für das letzte Preisausschreiben, wo es ja um die Anmeldung in meiner Facebook-Gruppe ging. Ute Schormann, wenn du zuhörst, melde dich doch bitte bei mir, damit ich dir den Gutschein für die Online-Weinkurse geben kann. Ich habe es schon per E-Mail versucht auf Facebook Messenger. Ich weiß nicht, ob du hier noch dabei bist. Mich würde es freuen, wenn du dich melden würdest, damit ich dir meinen kleinen Geschenkgutschein, einen Rabattgutschein für meine Online-Weinkurse überreichen kann. Ja, dann kann es auch schon losgehen. Wie gesagt, für mich ein ganz besonderes Interview mit Stuart. Er war derjenige, der mich für Wein ursprünglich begeistert hat, auf dieses spannende Gleis gehoben hat. Somit schließt sich für mich ein Kreis nach gefühlt 10 Jahren ungefähr, wo ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen im Rahmen seiner Fernsehsendung Weinwunder Deutschland und dem dazugehörigen Buch. Hatte ich mir damals gekauft, bin auch die Weingüter in der Umgebung meines damaligen Wohnorts Bensheim abgefahren. Also ich war da in der Nahe in Rheinhessen und in der Pfalz unterwegs und habe die Weingüter, die er besucht hat, auch besucht und versucht, die Weine dann auch nachzuempfinden. Somit schließt sich für mich der Kreis. Es ist der krönende Abschluss dieses verrückten Weinjahres 2020. Und jetzt starten wir endlich mit dem spannenden Interview mit Stuart Pickett. Viel Spaß dabei. Ja, liebe Podcast-Hörer, ich freue mich heute ganz besonders. Einen meiner Ziehväter, hätte ich jetzt fast schon gesagt, der mich in die Weinwelt gestoßen hat. Ihr werdet ihn höchstwahrscheinlich alle schon kennen. Umso mehr freue ich mich, dass sich Stuart Pickett, Mr. Riesling, heute für mich Zeit genommen hat, um mit mir über Wein, Riesling natürlich und das Gut Hermannsberg zu sprechen. Und ich würde sagen, Stuart, am besten stellst dich mit wenigen Worten ganz kurz selber vor, was du machst, wie du in die Weinwelt gekommen bist und was deine Aufgaben in der Weinwelt so sind. Ja, schon vor wir alle das erste Mal von Covid-19 gehört haben, war die Weinwelt ziemlich verrückt und ist nur durch diesen Geschehen noch ein Stich verrückter geworden. Als ich meine erste professionelle Weinverkostungsreise nach Deutschland im April 1984 unternahm. Das war total spannend und berauschend, aber auch ziemlich verrückt. Ich tauchte in diverse Welten hinein, die mir komplett fremd waren. Und das hat mein Leben diese Woche verändert. Seitdem berichte ich mehr oder wenig regelmäßig über den deutschen Wein und das Geschehen hier in Deutschland. Ziemlich konsequent. Schnell gesellten sich dazu anderen Weinthemen vorwiegend. So zum Beispiel meine erste Verkostungsreise nach Kalifornien war im Sommer 1986. Auch eine ganze Weile her. Diese Welt des Weins, der kalifornische Welt des Weins, hat sich auch in dieser Zeit immens gewandelt. Ne? Aber eigentlich mit Deutschland und diesem Moment des Einstiegs mittig in der Zeit der Weinskandale und alles verfolgen bis heute habe, das ist so eine spannende Zeit gewesen. Alles hat sich grundlegend verändert. Alles. Außer ein paar Basispunkte wie Riesling. Oder Spätburgunder.
Ja. Hm. Aber auch da gibt es Weine in einer Art und Weise, die vorher nicht zu finden waren. Ja. Hm. Überhaupt nicht. Gut, Hermannsberg ist ein ziemlich gutes Beispiel davon. Aber schauen wir die ganze Welt des deutschen Rotweins an. Ui, 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 was es heute gibt. Und damals gab es in etwa so viel. Little, little. Ja, ja, ich halte Daumen und Zeigefinger ein Millimeter auseinander. Ja. Gerade genug, dass man registrieren konnte, dass Rotwein in Deutschland passiert. Bist du denn, sage ich mal, nach Deutschland gekommen wegen dem Wein oder warst du schon vorher Wein interessiert oder kam es dann erst durch die Präsenz in Deutschland? Naja, ich bin laut deutschem Finanzamt hier seit dem 1.1.1994, das ist knappe 10 Jahre nach der erste entscheidende Weinreise. Ja, ich bin nach wie vor Brite. Ich bin jetzt Deutscher geworden. Also als Brexit-Flüchtling. Also das Geschehen ist relativ kompliziert gewesen. Es lässt sich in einem Satz stimmig beschreiben. Okay. Jetzt ist es ja so, dass die meisten ja glauben, England tut sich jetzt kulinarisch und weinmäßig nicht hervor. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil natürlich der englische Markt und auch, sage ich mal, die ganze Presse und auch die Händler in England und nicht zuletzt auch mit dem Wine and Spirit Education Trust und dem Master of Wine Institute ja schon ein sehr, sehr zentraler Fixstern in der Weinwelt ist. Ja. Also es spielt eine viel höhere Rolle, was man, obwohl es eigentlich ja zumindest noch kein sehr wichtiges Weinanbaugebiet ist oder Weinland ist, aber der Konsum, Vermarktung, die Schulung ist schon sehr, sehr wichtig, oder? Großbritannien hat mehr Weinbäcker als der Rheingau, erheblich mehr inzwischen. Okay. Ja, also 2018 würden so was wie 8 Millionen Flaschen Sekt erzeugt, sind noch nicht durch den Produktionsprozess, aber 8 Millionen, ja, ist nicht so ein Witz. Klimaerwärmung steckt selbstverständlich dahinter. Ne? Mhm. Als Weinkonsumland, also es ist immer noch verbreitet hier in Deutschland, dieser alte Stereotyp von im England gibt es kein brauchbares Essen, warmes Bier trinken sie, sind puncto Kulinarik völlig kulturlos, außer der Oberschicht. Ja, mag sein, dass das vor 50 Jahren plus es halbwegs so war. Mhm. Aber es hat sich gigantisch was geändert. Mhm. Ja. Also heute gehen mehr junge Franzosen nach London in die Restaurants zu lernen, als junge Briten nach Paris gehen. Ich habe nur am Rande der Olympiade, die in London war, ich glaube, das war 2012, glaube ich, war die in London, gell? Da hatte ich nur mal gelesen in der Weinzeitschrift, dass die englischen Weinproduzenten und in erster Linie Schaumweinproduzenten ja sich zum Ziel gesetzt haben, dass alle Zeremonien der Londoner Olympischen Spiele quasi mit englischem, oder ich glaube, ja, es ist nur Englisch, glaube ich, wo der Weinbau stattfindet, nur England, dass die quasi die ganze Olympiade mit englischem Schaumwein ausstatten wollten. Ich weiß nicht, ob ihnen das geglückt ist, aber das war schon der erste Fingerzeig, ne? Ja, ja, das zeigt eine Richtung an. Selbstverständlich, ja. Ja. Ich finde auch immer, ich wäre auch oft in meinen Seminaren darauf angesprochen und gerade jetzt die Schaumweindiskussion in Bezug auf Champagner finde ich ja sehr, sehr spannend, weil die Südküste Englands natürlich bodenmäßig, und das wird ja nachher nochmal ein Thema werden, Terroir, mit demselben oder weitestgehend mit demselben Bodentyp gesegnet ist wie die Champagne, ne? Ja, es ist eine große geologische Formation. Mhm. Oder auf beide Seiten des Ärmelkanals. Ja. Ehrlich gesagt, es ist ein bisschen mehr als das. Also als der englische Weinbau sich weg vom stillen Weißwein
als Hauptprodukt rüber zum Schaumwein gezogen ist, war es vom Anfang an klar, dass man die Champagner mehr oder minder imitieren würde. Ne? Mhm. Die allerbesten haben schon ein eigenes Geschmacksprofil, aber sehr viele sind aus meiner Sicht Champagner-Imitator. Mhm. Mhm. Heutzutage der Säuregehalt vom echten Champagner geht zurück, klimaveränderungsbedingt. Mhm. Und da schmecken manche englische Schaumweine eher wie Champagner vor 30, 40, 50 Jahren. Mhm. Ich komme nochmal zurück auf den Umstand, dass sich Stereotype und Meinungen so lange in den Gehirnen festbeißen, sage ich mal, weil ich es auch in Seminaren immer wieder erlebe, dass sei es die Glykol-Affäre gewesen in Österreich oder auch das Geschmacksprofil des deutschen Weines, insbesondere, du hast es ja schon angesprochen, die Rotweinproblematik, wenn man sie so nennen möchte, in Deutschland. Da muss man natürlich ganz dicke Bretter bohren, sage ich mal, dass da sich in der Wahrnehmung der Leute was ändert. Aber was man eindeutig sagen muss, meiner Meinung nach, ist, dass es die Österreicher als auch die Deutschen sehr gut verstanden haben, eigentlich aus ihrer Krise, aus ihrer Notlage, dass sie mit ihren Massenprodukten nicht mehr auf dem Markt bestehen konnten, die Flucht nach vorne angetreten sind, eine Qualitätsoffensive losgetreten haben und damit eigentlich die Krise zu einer richtigen Chance umgewandelt haben. Und heutzutage, du hast es schon anklingen lassen, wir vor einer völlig anderen Weinwelt stehen, wie du sie angetroffen hast, als du Mitte der 80er Jahre nach Deutschland gekommen bist. Ja, damals gab es schon Spitzenweine aus Deutschland, aber die Spitze war sehr dünn. Hm. Die Spitze hat sich sehr stark ausgebreitet, nicht nur von der Menge von Produzenten und auch von Flaschen, die jedes Jahr in diese ganz hohe Qualität erzeugt werden, sondern auch da in der stilistischen Vielfalt. Ja? Hm. Damals waren die Spitzenweine Deutschlands fast ausnahmslos süß. Ja? Hm. Hm. Und heute sind diese süße Spitzenweine von Deutschland eher die Ausnahme. Ja? Das ist eine kleine Nische und die dominierende Posten sind die trockene Weißweine mit sehr stark steigenden Tendenz zum Spitzenrotwein. Ist es denn so, dass du sagen würdest, die Außenwahrnehmung vom deutschen Wein ist grundsätzlich eine andere wie die Innenwahrnehmung? Weil ich bin ja berufsbedingt auch viel im Ausland unterwegs und stelle fest, dass der deutsche Wein, auch der Süßwein nach wie vor, sei es jetzt Bärenauslesen von der Mosel, aus Riesling natürlich, nach wie vor zu der absoluten Spitze gezählt werden im Ausland, gerade im asiatischen und im US-Bereich erlebe ich da eigentlich sehr gutes Feedback. Und innerhalb Deutschlands wird es eigentlich gar nicht wertgeschätzt, was nach außen hin international betrachtet eigentlich ja fast das Identifikationsmerkmal oder Alleinstellungsmerkmal von Deutschland ist. Ja, das ist eine interessante Situation, diese Kluft zwischen der deutschen Sicht der Dinge. Ehrlich gesagt, sehr Aldi geprägt. Ja. Sehr Aldi geprägt, sehr TV-Sportwerbung geprägt. Wirklich die Scheuklappen ganz eng gezogen. Also sehr oft, finde ich. Ich finde immer, eine Bände spricht schon, wenn man sich die Statistiken anschaut, was der Durchschnittspreis an Wein ist, den in Deutschland gekauft wird. Das mag man immer fast nicht glauben. Wir liegen ja da, glaube ich, unter 3 Euro im Durchschnitt, wenn das richtig ist. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ne? Aber es ist ein Ausdruck meiner Meinung nach unserer Weinkultur und auch unseres Konsumverhaltens aus Deutsche schlechthin insgesamt. Ne? Ja. Also, ich meine, das ist eine allgemeine, teils ist das eine allgemeine Entwicklung in der westlichen Welt, ja? Mhm. Alle Produkte sollen in eine billige Ausführung für den täglichen Konsum vorhanden sein. Ja, mhm. Sowas wie Räucherlachs war vorher ein Luxusgut, nur an besonderen Tagen zu konsumieren, auch weil es teuer war. Ne? Und man hat die Produktion von solchen Produkten, nicht nur der Wein, in die Höhe getrieben durch industrialisierte Herstellung. Mhm. Und,
nahm in Kauf, dass die Qualität so runtergeschraubt würde. Wein ist ein Teil von diesem großen Prozess. Und ich datiere diesen Prozess für Deutschland fängt es 1949 an, so langsam. Und gewinnt massiv an Tempo während Laufe des Wirtschaftswunders. Ja. Alles soll jedem zugänglich sein. Das war der Gedanke, es klingt gut, aber das Problem ist, dass es nicht so leicht machbar ist. Ja? Durch diese, wenn man eine bestimmte Produktgattung durch einige Eigenschaften definiert, aber durch die Industrialisierung der Herstellung einige dieser Merkmale, diese Eigenschaften wegfallen oder dramatisch reduziert werden, dann muss man sich fragen, ob es wirklich den gleichen Produkt ist. Ja, also ich finde auch immer die Diskussion einfach mündet oft für mich in die Erkenntnis, dass Preis und Wert einer Dienstleistung oder Ware sehr weit auseinanderklaffen in meiner Hauptbranche. In der Luftfahrt ist es natürlich auch extrem gewesen die letzten Jahre. Da steckt vielleicht auch eine gewisse Chance in der Corona-Krise, dass da eine gewisse Normalisierung vielleicht auch wieder stattfindet. Aber genau das Argument, was du jetzt bringst, die allgemeine Verfügbarkeit von allen und jenem, ist ja auch ein Totschlagsargument, sage ich mal, für nachhaltige regionale Produkte, die im Preis einfach höher sind. Und das ist völliger Irrsinn. Nicht miteinander kompatibel. Ja, absolut. Ich meine, der Versuch, sie miteinander kompatibel zu machen, ich denke es beispielsweise an so Öko-Erdbeeren aus Südspanien zu einem Sportpreis. Öko sind sie nur wirklich sehr bedingt. Jetzt sagtest du ja schon, dass die deutsche Weinspitze viel breiter geworden ist und das ist die ideale Überleitung zu dem nächsten Themenblock, was ich sehr, sehr spannend finde. Du bist ja eben auch Weinkritiker und bist ja auch in dem Team von James Suckling unterwegs. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, welche Publikationen da dahinter stehen und was da deine Rolle ist. Ja, ich habe zuerst für James Suckling gearbeitet, als er beim Wine Spectator war. Wine Spectator an sich ein sehr erfolgreicher, aber doch altmodischer Printmedium. Ja? Und dann ganz plötzlich vor etwas über 10 Jahren ist James von Wine Spectator weggegangen und hat seine eigene Plattform im Internet gegründet, jamessuckling.com. Ich war von Ende September vom September 16 bis März 19 bei ihm fest angestellt als einer der Kernmitglieder des Teams, dann würde das einfach zu viel. Die Reiserei war zu viel. Ich war quasi jeden Monat 3 Wochen am Stück unterwegs zu sein. Ja, Wahnsinn. Andere Seite der Erde und so. 3 Wochen im Block, jeden Monat. Meine Frau war damit nicht gerade sehr glücklich. Um es vorsichtig auszudrücken. Und dann bin ich, dann habe ich mich eben für einen anderen Weg entschieden. Ja? Und bin zu Good Hammondsbeck als freier Mitarbeiter gegangen. Und dann diesen Sommer, aufgrund der Covid-19-Situation, hat James sich bei mir gemeldet und gesagt, Stuart, kannst du mich helfen? Kannst du nicht vom Vorort über den deutschen, österreichischen und jetzt bin ich beim Elsass, elsässischen Weinen berichten. Du machst das sehr gut und sehr akribisch. Und das ist ein wichtiger Punkt bei James. Das ist eine sehr akribische, systematische Arbeit. Inwiefern es objektiv ist, ist natürlich ein Diskussionsthema, ob es überhaupt Objektivität beim Wein gibt. Ich vertrete die Meinung nicht. Aber ja, okay. Spannend. Wir arbeiten doch akribisch und systematisch. So, neben mir im Kühlschrank sind ein Haufen elsässische Weine, die ich nachher nicht zuwenden muss. Gibt Schlimmeres, oder? Naja, Gewürztraminer Vendange Tardif mit 14, was Alkohol, 45
bis 65 Gramm Restsüße und nur eine Spur von Säure, wenn überhaupt. Das ist nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Okay, dann hoffe ich mal, dass du ein paar Spätzle und Foie Gras zur Hand hast wenigstens. Wenn ich Wein verkoste, dann bitte kein Essen. Nachher kann man prüfen, wie die Kombination mit dem Essen wirklich funktioniert. Ja, das meinte ich. Ja. Während Testen geht es natürlich nicht, gerade nicht mit Foie Gras. Ich glaube, da wäre der Verkostungstag gelaufen dann. Ja, absolut. Dann würde den Sarg rufen. Ja. Genau. Ja, ich habe... James Suckling noch mal ganz kurz. Ich bin ja ein großer Fan, muss ich ehrlicherweise gestehen, vom Wine Spectator, auch wenn er da nicht mehr ist. Aber ich finde die Zeitschrift eigentlich noch nach wie vor. Wine Spectator ist noch erhältlich, funktioniert laut eigenen Angaben noch sehr gut. Ja. Was mir ganz gut gefällt, ist eigentlich immer die, da magst du jetzt schmunzeln, aber ich finde zum Jahresende immer die Top 100, finde ich eigentlich relativ gut, weil ich es inspirierend finde, über alle Preisklassen hinweg sich einfach ein bisschen Inspiration zu holen, was interessant, was erschwinglich ist und was andere für gut eingeschätzt haben. Ja, und da ist es interessant, James Suckling hat gerade seine 100 Besten des Jahres veröffentlicht. Mhm. Und er hat dann zum Regel gemacht, alle in Top 10 zumindest, kosten unter 100 US-Dollar die Flasche. Okay. Ja? Und Platz 2 belegt die 2019 Riesling Spätlese Grünlack von Schloss Johannesberg. Wow, super. Für diese ein Wein, den ich 100 Punkte gegeben habe. Mhm. Also finde ich die beste Restsüße Spätlese, die ich seit vielen Jahren erlebt habe. Mhm. Und ja, ich bin schwer vom Stuhl gefallen, als ich ihn das erste Mal kostete. Wirklich fast vom Stuhl gefallen. Ja, wir hatten ja letztens auf Facebook auch in unserer Filterbubble eine kleine Diskussion, weil einer unserer, ich scheue mich immer das Wort Freund im Zusammenhang mit Facebook zu verwenden, aber einer unserer gemeinsamen Freunde hat ja gepostet, er stellt die Sinnhaftigkeit der Punktesysteme oder auch der Limitierung einer Maximalpunktzahl in Frage, wenn quasi immer mehr Weine 100 Punkte haben. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wie sinnvoll ist ein Gymnasium, wenn 60% der Schüler aufs Gymnasium gehen. Was ist deine Meinung dazu? Weil du sagtest ja schon, dass die Spitze eigentlich immer breiter geworden ist. Ja, ich beobachte... Sagen wir es noch ein bisschen drastischer. Ich lebe in einer sich verändernden, ständig wandelnder Welt. Das ist meine Grundhaltung dazu. Und wenn ich zurückblicke auf die 80er Jahre, als ich anfing mit diesem Beruf, es gab eine recht bescheidene Anzahl von Weinen, die nur eine Chance hätten auf solch eine Bewertung. Mhm. Ja, sehr viele Winzer haben sehr viel gelernt und machen sehr viel bessere Weine als vorher. Mhm. Und manche von den Ehrgeizigsten machen immer bessere Weine. Naja, wenn das so ist, was ist der Argument, es dürfen nur so viele Weine pro Jahr maximal 100 Punkte bekommen? Das ist so eine Art künstliche Verknappung. Es zielt darauf, die Welt zu verzerren. Also ich glaube, jemand im Weißen Haus versucht jetzt, die Welt zu verzerren. Und wir finden das hier in Deutschland, die allermeisten, sehr ungut. Ja? Und ich will nicht das Gleiche mit der Welt des Weins machen. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass die Diskussion ein bisschen, glaube ich, darauf abgezielt hat, ob wir nicht bald 102 Punkte Weine sehen. Also muss man die Skala nach oben hin erweitern oder? Nee. Wenn die Skala 100 Punkte heißt, dann kann es nicht plötzlich 103 geben. Dann ist es die 103-Punkte-Skala. Aber ich glaube nicht, dass es seriös aussieht, wenn jemand, der jahrelang mit einem 100-Punkte-System gearbeitet hat, auf 103 umstellt. Ja.
Gut, manche haben sich ausgeholfen mit Plus und so weiter. Da fängt es ja schon an, so ein bisschen zu erodieren, die Aussagekraft, ne, meiner Meinung nach. Also für mich geht es wohl um Aussagekraft und dass die, also eine Bewertung ist natürlich abstrakt im Vergleich mit dem Geschmack des Weins, das sehr konkret ist und sinnlich wahrnehmbar ist, ja. Wenn ich schreibe 100 Punkte, dann ist es natürlich eigentlich eine Empfehlung. Also es ist auch eine Ehrung des Winzers, der diese Wein gemacht hat, weil dorthin zu kommen, ist nicht einfach. Es ist verdammt schwierig und es sehr viele Jahre sehr gute Arbeit dahinter stecken. Ja. Weil das ist kein Zufallstreffer. Ja? Also zum Beispiel im Sortiment von Schloss Johannesberg, es gab zweimal 100 Punkte und es gab ein ganzer Schar von anderen sehr hohe Punktbewertungen. Das ist die Spitze von einem Gebilde. Das ist nicht ein isoliertes Insel mittel in einem Meer vom Nichts. Ich höre jetzt ein bisschen raus, dass du auch den Zwang verspürst, die Systematik an sich zu überdenken, was Weinbeurteilungen angeht. Also du bist mit einer Punkteskala, ist ja jetzt egal, ob das 20 oder 100 Punkte sind, aber... Das ist der Grund, warum wir es machen. Es wird verlangt. Ja. Ich glaube nicht, dass jamessuckling.com gut funktionieren würde, wenn man sagen würde, okay, jetzt arbeiten wir ohne Punktzahlen. Würde da exakt null Chance sehen. Ja. Und die Frage ist aus meiner Sicht der Umgang damit. Ja? Und bei mir ist es ganz einfach. Wenn die 20er nächstes Jahr sich als Nieten erweisen, dann bekommen sie keine 100 Punkte. Ja? So einfach ist es, ne? 90 Punkte bekommen, wenn sie Nieten werden. Es widerspiegelt das, was im Glas ist. Ich bin da in dieser Hinsicht ein pragmatischer Realist, der, wie gesagt, in einer dynamischen Welt lebt. Und Tiefen, auf und ab, Jahrgänge, die unterschiedlich sind, Menschen kommen und gehen, die Ideen in den Köpfen der Winzer verändern sich. So ist es. Der Job eines Journalists ist, darüber Bericht zu erstatten. Ja. Ja. Natürlich auch zu versuchen, Schlüsse zu ziehen. Ja. Aber. Ja, man muss ja ehrlicherweise auch sagen, dass die Kritiker oder die Juroren oder wie immer man in welchem Zusammenhang dann Beurteilungen entstehen, ja meistens von den Konsumenten oder den Publikationen auf die Punkte reduziert werden. Und meistens gibt es ja dazu auch eine Verkostungsnotiz und die wird halt nicht gelesen. Und gerade für einen Lebensmitteleinzelhandel ist es sehr, sehr wichtig, halt plakativ eine Zahl zu haben, die man eben dann auch an das Preisschild heften kann. Ja, ich versuche mit den Worten der Leser klarzumachen, was für ein Wein das ist, welche Stilistik es hat. Auch so simple Sachen. Es behauptet ein trockener Wein, wie trocken schmeckt er? Ja? Es steht 14 Volumenprozent auf dem Etikett. Schmeckt das schwer oder eben nicht? Also das sind für mich absolut fundamentale Punkte. Und ich sehe da eine Verpflichtung der Leser gegenüber, ein realistisches Bild des Weins rüberzubringen. Aber natürlich, wenn der Wein sehr banal ist, soll er mit einem Satz auskommen. Und wenn der Wein sehr tief und komplex ist, ja, dann kann es eine kleine Story geben. Ja. Ich finde, das merkt man aber auch, da muss man gar nicht allzu viel Weinwissen mitbringen. Ich denke, ich erlebe es immer wieder in Seminaren, dass allen Konsumenten, Weingenießern relativ schnell klar ist, um was für ein Kaliber es sich handelt. Vielleicht mit ein bisschen Hinweise, auf was man achten sollte, oder im direkten Vergleich fällt es natürlich noch leichter, wenn man 2-3 Weine parallel verkostet. Aber es ist eigentlich kein großes Geheimnis, dass das eigentlich sich relativ leicht erschmecken lässt, auch für Nicht-Wein-Nerds, würde ich mal sagen. Ja. Also lass mich jetzt ganz klar sagen, 90 Punkte ist nicht ein Geschmack. Ja.
Es gibt ein 90-Punkte-Geschmack und ein 100-Punkte-Geschmack und so weiter. Deswegen sind die Worte sind sehr wichtig, weil sie sind eine essentielle Ergänzung. Der sagt, ja, was für ein Geschmack es tatsächlich hat. Ja. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, Stuart, weil das finde ich sehr, sehr spannend, weil du gesagt hast, es gibt keine objektive Weinbeurteilung. Ich glaube, du meintest das vielleicht so, keine 100%ig objektive Weinbeurteilung, weil ich denke, am Ende des Tages wird der eigene Geschmack schon ein Stück weit mit reinfließen und ich habe es auch selber auch ein bisschen erlebt, dass Weine, die einem jetzt persönlich zusagen, man immer Gefahr läuft, auch die ein bisschen höher zu bewerten, wie jetzt vielleicht Weine, die einem nicht zusagen. Aber, und das ist das, was ich auch in den Weinkursen oft versuche zu vermitteln, es gibt einen analytischen und systemischen Ansatz, Weine zu verkosten. Und wenn man das ein bisschen übers pure Trinken hinaus betreiben möchte, wäre die Aufgabe schon, sich eine Fertigkeit und Handwerk bereitzulegen, um das Subjektive, ich sage jetzt mal, so weit wie möglich zu reduzieren, um Vergleichbarkeit herzustellen, um sich vielleicht auch selber ein bisschen kennenzulernen. Aber am Ende des Tages ist eine persönliche Note drin, was bei mir dann immer in die Empfehlung reinmündet. Lest mehr Weinkritiken, schaut vielleicht, welcher Weinkritiker euren Geschmack am ähnlichsten kommt. Und das wie Kinokritiker, ja? Natürlich nehme ich manche Kinokritiker viel ernster als andere. Ja, genau. Ganz simpel ist das. Ja. Weil jeder hat so, du kannst deine Vorlieben nicht ganz ausschalten. Ich hoffe, ein guter Kritiker ist seine eigenen Vorlieben und Abneigungen sehr wohl bewusst. Mhm. Ja, das halte ich für eine sehr wichtige Teil von unserer Aufgabe. Ja. Und wie machst das du bei dir selber, wenn du jetzt einen Wein schmeckst und sagst, oh, okay, der spricht mich jetzt persönlich an, ziehst du dann von Haus aus schon mal ein paar Prozentpunkte ab? Ich habe schon gesagt, dass ich Gewürztraminer mit 14 Volumenprozent Alkohol und 50 oder 60 Gramm Gressis nicht unbedingt mag. Aber ich habe ein paar solche Weine die letzten Tage sehr hohe Punktbewertungen gemacht, weil sie in diese stilistische Richtung doch ziemlich nah an der Perfektion kommen. Ja. Bastard! Aber das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil das habe ich auch schon öfters versucht zu vermitteln, ist ja die Referenz, ja. Wie bewerte ich ein Wein? Es macht für mich ja relativ wenig Sinn, ich sage jetzt mal ganz platt, ein Holzfass ausgebauten Chardonnay mit einem Riesling-Kabinett zu vergleichen und zu sagen, der eine hat weniger Säure wie der andere, was ist besser oder schlechter? Ne? Deswegen jeder vernünftige Kritiker verkostet die Weine in Gruppen, in stilistisch mehr oder weniger homogene Gruppen. Weil dann hat man einen direkten und halbwegs Vergleich. Wer muss das alles sein? Ja? Das ist eigentlich der Punkt. Objektivität ist eine schöne Illusion beim Wein. Fair, systematisch, akribisch. Ja, ich finde halt, und da kommen wir auf das eingangs schon Gesagte nochmal zurück, ich finde halt wichtig, dem Wein muss man eigentlich das Handwerk anerkennen oder herausschmecken, sein Ursprung, seine Typizität, sei es Region oder Rebsorte, das ist eigentlich das, um was es beim Wein geht. Ne? Also, es gibt bestimmte Weintypen, also Gamma Rotwein aus Ribera del Duero. Sorry, ich trinke exakt 0 Flaschen pro Jahr. Ja? Gereifter Tempranillo Rotweiner. Wunderbar. Ja? Aber nicht jung. Ja. Aber natürlich, manche machen das super. Also, und diese Weine müssen hoch bewertet werden, ja? Weil sie in ihrer Art und Weise ziemlich cool sind. Ja. Was würdest du denn sagen, was zeichnet einen guten Kritiker aus oder andersrum gefragt, warum glaubst du oder hältst du dich selber für einen sehr guten Verkoster im Sinne von Spürnase, also hältst du dich selber für sehr oder mehr talentiert wie andere oder was zeichnet einen guten Kritiker aus?
Manche Verkoster können die Aromen viel besser aufzählen als ich. Ich bin da ein bisschen langsam. Wo ich eher gut bin im Kontext meiner Kollegen, Einschätzung von Lagerfähigkeit. Mhm. Ja. Das hängt nicht nur von der Konzentration des Weins ab. Es ist vielmehr eine Frage von welche Inhaltsstoffe drin sind und wie die Balance ist, weil ein junger Wein mit einer kleinen Disharmonie wird nicht harmonisch über den Reifeprozess, sondern diese Disharmonie wird wachsen, die wird deutlicher sichtbar. Ja? Zumindest ich habe einige dieser Dinge schwer und langsam gelernt. und man kriegt ein besseres Gespür für was alten kann. Ich komme immer auf den Punkt zurück, also beim Wein ist Probieren häufig besser als Studieren. Man muss, also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, man muss einfach ran ans Material und alles andere hilft nicht groß. Ne? Ja, was ich jedem Weintrinker empfehle, ist, schaffen Sie es, möglichst häufig Vergleiche zu kosten. Auch wenn es nur zwei Weine sind. Auch wenn wir sagen, dass der Vergleich so banal ist, beide Flaschen standen im Aldi für 4,99. Mhm. Das ist ein gemeinsamer Nenner. Ja? Und probier diese Weine gegeneinander. Versuch immer ganz klar zu entscheiden, was einem besser gefällt und es zu artikulieren. Und welche Worte genutzt werden, um es zu artikulieren, das ist fast egal. Wichtig ist, dass diese Beschreibung für Sie persönlich stimmig ist. Mm. So baut man Weinwissen auf. Mm. Man lernt zuerst das Wichtigste. Welche Arten von Wein gefallen einem und auch warum? Was ist es an dieser Kategorie? Zum Beispiel trockener Riesling, was einem vielleicht nicht gefällt. Auch, in dem Fall ist es meistens Säure, manchmal auch zu viel Aroma. Zu laut. Hm. Ja, bei jungen Nebbiolo, nicht Nebbiolo, junge Tempranillo Rotweine aus Spanien, ja, ganz und vor allem Ribera del Duero, die Gerbstoffe sind mir zu vordergründig. Ja? Hm. Hm. Ich kann es in wenige Worte ausdrücken. Ja. Jeder kann lernen, solche Sachen so klar auszudrücken. Ja. Aber da fühle ich mich sehr bestätigt, weil ich mich ja auch in meinem Podcast eben dazu entschieden habe, in jeder zweiten Folge immer zwei oder drei Weine zu besprechen und die dann parallel zu verkosten. Exakt richtig. Ja. Exakt richtig. Das nehme ich jetzt einfach mal aus Ritterschlag sehr gerne an. Das ist der Wurzel vom Weinwissen und Weinkultur. Und das, was ich mache, wenn ich 30 Gewürztraminer mit 14 Alkohol 50 bis 60 Restsüße nebeneinander auf dem Tisch habe, ist nur eine Extrapolation von dem von diese Beispiel zwei Weine nebeneinander. Mhm. Ja, ich muss dann auch öfter schmunzeln, weil man da manchmal gefragt wird, es muss ja ein wahnsinns toller Job sein, immer kostenlos Weine zu trinken und das und jenes, sage ich, ja, das ist auch toll, aber manchmal ist es halt auch einfach Arbeit. Und wenn ich dann erzähle von irgendwelchen Messenbesuchen, das heißt zum Beispiel, fällt mir gerade ein, die VDP-Präsentation im Palmengarten, ja, Frankfurt oder Wiesbaden? Frankfurt, glaube ich. Frankfurt, ja, jetzt war ich mir nicht mehr sicher, genau. Da probiere ich halt, weil es schnell gehen muss und eh irgendwie eine Hektik ist, probiert man halt 100 Rieslinge. Das ist nicht nur Spaß, also es ist schon Arbeit. 100 Weine, egal welche Art, in einem Tag verkosten, ist hart. Ja. Und es ist nur zu empfehlen, wenn man erfolgreich sowas wie 30 in einem Tag geschafft hat. Wenn man 30 in einem Tag geschafft hat, sich nicht völlig demoliert fühlt und einigermaßen klar im Kopf ist am Ende, weil nur so kann man den letzten Weinen wahrnehmen. Ja. Dann kann man vielleicht auch 100 schaffen. Man arbeitet sich Schritt für Schritt. Ja, genau.
Ja, aber es ist wirklich hart und auch für die Zähne oder den Zahnschmelz alles andere als Freude, 100 Rieslinge am Tag zu probieren. Und es ist auch immer der Fall, in diese großen Verkostungen gehen einige Sachen unter, weil ihre Stilistik sehr eigen ist. Und das, was aus der Reihe tanzt, wird entweder sehr hoch bewertet oder eher übersehen, verdrängt, nicht verstanden. Ja. Ja, das ist halt auch so eine gewisse Ambivalenz von jedem, glaube ich, das kennt man von sich selber auch. Auf der einen Seite sucht man Ecken und Kanten, was einen irgendwie persönlich anspricht, aber es darf halt nicht zu viel werden, sonst gilt man oder empfindet man was aus sonderbar oder Sonderling und dann fällt es eben hinten runter. Ne? Ja, ich sage immer, wirklich tolle Weine haben Spannung. Aber wie viel Spannung ist richtig? Ja. Da kein Buch erzählt dir das und jeder Winzer hat eine andere Vorstellung. Jeder Weinhändler, jeder Sommelier hat eine andere Vorstellung davon. Was für einer nicht spannend genug ist, ist für den anderen schon viel, viel zu anstrengend. Ja, völlig richtig. Ja. Aber es ist eben auch relativ. Das ist nämlich die nächste Dimension. Ja, trinke ich einen Wein standalone? Ist es ein Essensbegleiter? In welcher Jahreszeit befinde ich mich? Wie ist die Tageslaune? Ich sage immer, nehmen wir zwei Flaschen. 2016, Chateau Lafite Rothschild. Ein toller Rotwein aus dem Médoc, aus Pauillac, aber noch ziemlich fest. Und servieren wir die eine Flasche an einem kalten Winterstag abends zu einem Stück, wo ein wunderschönes Stück gebratener, ich sage es als Engländer, Lamm, mit entsprechender Gemüsebeilagen. Wie wird der Wein auf uns wirken? Zu jung, aber doch beeindruckend. Mhm. Ja? Tief, komplex, hochelegant und so weiter. Servieren wir die zweite Flasche, die gleiche Gruppe, an einem heißen Sommertag. Mhm. Sie sitzen vor einem Café in Paris, auf einer der Hauptstraßen. Mhm. Es ist 35 Grad Celsius. Wie schmeckt der 2016er Chateau Lafite Rothschild unter diese Bedingungen? Antwort: Scheiße. Ja, wie ein Gummihammer wahrscheinlich auf dem Kopf, ne? lieber Stuart, jetzt würde ich sagen, das ist die perfekte Überleitung jetzt zu deinem eigentlichen Hauptthema, nämlich der Rebsorte Riesling. Ja. Die meisten von euch, liebe Hörer, werden ihn schon getrunken haben. Auch im Rahmen des Podcasts kam er ja schon häufiger vor. Selbstverständlich gehört sich so als deutscher oder deutscher Podcast auch Riesling als einen Themenschwerpunkt zu präsentieren. Aber man muss einfach sagen, weltweit ist es schon mit einer der spannendsten weißen Rebsorten. Und was zeichnet für dich Riesling aus? Was macht ihn so faszinierend? Naja, der erste Punkt ist, dass es kein einziger Riesling-Geschmack gibt. Es gibt einige gemeinsame Punkte, die alle gute Rieslinge mehr oder weniger besitzen. Und das ist, dass sie recht aromatisch sind, dass sie recht säurebetont sind. Aber danach fängt Riesling an, in alle möglichen Richtungen zu schießen. Mhm. Zum Beispiel alte Bücher, Weinbücher sagen einem, der klassische Aroma von reifer Riesling-Trauben ist Pfirsich. Naja, hier bei uns in Deutschland ist das oft so. Mhm. Ja, aber nicht immer. Mhm. Ja, wir kommen da dazu zurück. Aber wenn ich über die Grenzen hinausblicke, zum Beispiel der größte Riesling-Weinbaugebiet der südliche Hemisphäre ist Clare Valley. Australien. Ja. Was ist die typische Riesling-Aroma in Clare Valley? Limetta. Au, au, au. Das ist ein großer Kluft zwischen Limetta und sich. Ja? Ja, ja, ja. Und man könnte endlos diese Beispiel weitertreiben. Ja.
Also, es gibt, simpel gesagt, zwar gewisse Geschmackstendenzen beim Riesling, aber nicht ein Riesling-Geschmack. Ja. Beziehungsweise es gibt eine unvorstellbare Vielfalt von Facetten. Ja. Oder Farbschattierungen in diese gigantische Breitleinwandbild. Ja. Das ist, was es so spannend macht. Die Breite des Leinwands ist erheblich größer als bei, ich würde sagen, jede andere Weißwein Traube. Es gibt andere, die sehr spannend sind, um Gottes Willen. Ich habe nichts gegen Chardonnay, ich habe nichts gegen Chenin Blanc. Also, um Gottes Willen. Aber weil diese Bandbreite so immens ist, ja, hat es in sich eine ganz besondere Spannung. Ja, und vor allem auch über die ganzen Geschmacksrichtungen hinweg, ne? Also von wirklich knochentrocken bis Trockenbeerenauslese mit einer extrem opulenten Zucker. Und von federleicht bis tonnenschwer, auch jede Schattierung. Ja? Ja. Jede Kombination davon. Ja? Und das habe ich während dieser ersten professionellen Verkostungsreise im April 1984 festgestellt. Und es gab darüber hinaus einen Moment der Erleuchtung, kann man wohl sagen, als ich auf diesem Weingut war. Heute heißt es Gut Hermannsberg, damals hieß es staatliche Weinbaudomäne Niederhaus im Schloss Böckelheim. Das ist ein schöner Zungenbrecher, ne? Ja, da hast du lange geübt wahrscheinlich, bis du das so aussprechen konntest. Aber Eichelsbacher Kartäuser-Hofberg ist auch, nicht gleich, ne? Auch eine Nummer, ja? Ja. Und lass uns nicht der Freinsheimer Musikantenbuckel vergessen. Okay, ja. Ja, das macht das Marketing sehr schwer für deutschen Wein manchmal, das stimmt schon. Naja, Chassagne, Montrachet, Premier Cru, Les Embrassés, Cuvée Vieille Wien ist auch was, ne? Stinkt nicht ab dagegen, ja. Das ist ja. Ja, und völlig richtig. Weiß jeder, wie man Esche so ausspricht, auf Anhieb? Garantiert nicht, ne. Ich war auf diesem Weingut und als junger Spund und habe angefangen, die große Reihe der vorgestellten 1983er Weine zu verkosten. Beim vierten oder fünften Wein, es war ein trockener Riesling aus der Lager Kupfergrube, blieb ich stehen und dachte mir, was zum Teufel ist das? Es war nicht nur, dass dieser Geschmack mir ganz neu war, dass Wein so schmecken kann, sondern ich fand keine Worte, um diesen Geschmack zu beschreiben, weil nichts anderes, den ich gerochen und geschmeckt hatte zuvor, in 25 Lebensjahren war so. Und das war der Anfang von meiner Erfahrung mit einer Sache namens Terroir. Also ich finde es super spannend, weil auch, sage ich mal, Weinkenner und Experten deines Kalibers auch diesen einen göttlichen Moment haben, nenne ich es gerne, der für sie so ein Aha-Erlebnis war, wo sie das Virus Wein gepackt hat und nicht mehr losgelassen hat. Dieser Moment lag davor. Okay. Dieser Moment lag davor. Ich war schon weinbegeistert. Ich hatte mich entschieden, den großen Zeh von einem Fuß in diese Welt, der Weinfachwelt zu tauchen, zu gucken, ob ich mit einem Fuß da drin stehen könnte. Ja? Also ich war schon längst soweit. War schon angefixt, okay. Im Moment, als ich diese Idee mich erstmals gepackt hat. Ja. Aber das ist schon eine Art von Faszination, eine Begeisterung, eine Involvierung in dieses Thema Wein, was ich so auch mit dieser Begeisterung und dann sich reinfuchsen wollen und jedes Jahr wird das Rad neu erfunden, wenn man so möchte. Ja, das ist schon, was für mich die Weinwelt auszeichnet, dass es eben die Leute so emotional packt irgendwie. Das ist schon eine eigene Art von Wein.
Ja, ich glaube, es gibt eine relativ simple wissenschaftliche Erklärung dafür. Das ist, was wir Geschmack nennen, im herkömmlichen Sinn. Ist nicht nur ein Geschmackserlebnis, es ist eine im Kopf, im Hirn zusammengefügter Geschmacks-, Geruchs- und Tastsinn-Erlebnis. Mm. Ja? Mm. So, wenn man sagt, der Wein schmeckt nach Pfirsich, die Zunge kann keinen Pfirsich-Geschmack spüren. Die Zunge kann süß, sauer, salzig, bitter, umami, also ein paar Sachen. Pfirsichnote oder schwarze Johannisbeer. Das ist Geruchssinn. Ja? Der Geruchssinn arbeitet psychologisch gesehen assoziativ emotional. Okay. Wichtigste Gerüche für uns sind wichtig, weil sie entweder totale Begeisterung ausgelöst haben oder Abschreckung. Und was ist der Sinn von diesem Sinn? Natürlich, Begeisterung bedeutet schlucken. Mit Gieren, ja, sagt uns unseren Körper. Ja. Der andere sagt, spuck es jetzt raus, bevor es zu spät ist. Ja. So ja. ist es. Ja. Sagen wir im Urwald oder auf der Steppe, die Urmenschen, das war ein Leben oder Tod, sagen wir. Ja, genau so ist es, ja. Und richtig. So funktioniert Max Gedächtnis, weil es auch ein Geruchsgedächtnis ist. Das sind stark emotionale Erlebnisse aus der Kindheit und der Jugend. Ja? Manche, ein paar solche Erlebnisse kann man auch als Erwachsener haben. Ja, ich glaube, ich habe es irgendwo mal auch gelesen, dass unser Geruchszentrum und Geschmackszentrum im Hirn entwicklungsbiologisch mit die ältesten Gehirnareale sind und das Sprachzentrum halt relativ spät dazu erst kam und deswegen die beiden funktionalen Bereiche relativ schlecht verbunden sind und deswegen vielen Leuten auch Geruchseindrücke oder Geschmackseindrücke zu benennen, zu bezeichnen, relativ schwer fällt, aber wir haben halt alle ein sehr, sehr gutes Geruchsgedächtnis und das führt halt dann oft zu dem Aha-Erlebnis in der Verkostungsrunde. Ja. Einer schreit dann auf einmal Pfirsich und alle sagen, ja, genau das ist es, ihnen fällt es wie Schuppen von den Augen, weil dann eben die Assoziation dann da ist. Ne? Ja, natürlich. Das ist so. Ist doch so, ja. Jetzt hast du den Bogen schon gespannt, jetzt bist du ja, wie nennt sich dein Titel offiziell für bei Gut Hermannsberg Botschafter oder? Ich bin Riesling Ambassador. Okay. Ja, und was macht ein Ambassador, ein Botschafter? Er vertritt eine Sache. Und ich kann dieses Weingut nur vertreten, weil ich diese sehr lange Beziehung dazu habe. Vom Team bin ich Wissensältester. Mhm. Ja. Weil ich kann alles verfolgen zurück bis die Weine der gesamte 80er Jahre. Aber dieses Weingut hat es ein bisschen schwer gehabt. Und hat es immer noch ein bisschen schwer. Warum? Ganz simpel. Es war ganz groß, ganz oben, als ich es das erste Mal in 84 besuchte. Ja. Aber dann kamen schwierige Zeiten. Und ein Weinbaubetrieb, viele Weinbaubetriebe machen irgendwann schwierige Zeiten durch. 2, 3 Jahre, 5 Jahre ist alles nicht, wie es sein soll. Für Gut Hermannsberg war es 20 Jahre lang einen mehr oder minder problematischen Zustand und kämpfte in dieser Zeit zumindest ab und zu gute Weine zu erzeugen. Ja? Und von welchem Zeitraum sprechen wir hier? Also ich würde sagen, der letzte geniale Jahrgang der alten Zeit war 1989 und dann kam die Familie Reitl, die aktuelle Besitzer, mit dem Jahrgang 09. Mhm. Ja, 20 Jahre später. Und es war in einem ziemlich schlechten Zustand in dem Moment. Es war sehr viel Arbeit zu machen und die langwierigste Arbeit ist immer der Weinbergsboden, weil um das wirklich aufzubauen und in eine gute Verfassung zu bringen, brauchst du
Richtung ein Jahrzehnt. 5 Jahre plus auf alle Fälle. Mhm. Ja. Ja. Und aus meiner Sicht, die letzten Jahrgänge 18 und 19 sind endlich wieder so in die Qualitätsklasse von damals. Ja. Mhm. Es sind nicht eingängige, leicht zu verstehende, leicht verständliche Weine. Ja, da ist sehr viel zu erklären. Es gibt 7 GG-Lagen. Aus 6 davon wird tatsächlich jedes Jahr ein GG erzeugt. Von diesen 7 Lagen, 6 sind mit vulkanischen Böden, eine sehr ungewöhnliche Situation für Deutschland. Und das sind Weine mit einer ganz besonderen Art. Und es ist ganz klar, nicht jeder wird diese Art von Riesling mögen. Aber derjenige, der es spannend findet, ist vielleicht total begeistert. Ja, ich war ja das erste Mal dort 2015 und zwar nach dem Abend, wo ich zum Weinakademiker graduiert worden bin. Da hatten wir noch eine Nacht länger im Rheingau geschlafen. Und dann hatten wir einen Ausflug ins Nahetal gemacht, weil ich es schon wegen der hohen Bodendiversität generell spannend fand. Und als Münchner ist es jetzt nicht unbedingt eine Ecke, wo man spontan draufkommt, mal hinzufahren. Und ich muss sagen, ich war von der Landschaft so begeistert, als wir da mit dem Auto das Nahetal entlang gefahren sind und eben dann auch bei Gut Hermannsberg herausgekommen sind. Das kam mir vor wie so ein Modelleisenbahn-Diorama. Also total pittoresk, wunderschön, leicht hügelig mit dem schönen Flusstal drin. Das ist touristisch einfach auch wahnsinnig interessant. Ja. Also ich war total geflasht von dem Besuch dort, muss ich sagen. Also das ist für mich absolut verständlich und nachvollziehbar. Es ist eine großartige Landschaft. Und eine der unbekanntesten großartigen Landschaften Deutschlands. Ja. Mit Sicherheit, ja, obwohl es nur 1 Stunde Autofahrt westlich vom Frankfurt Flughafen liegt. Ja. Rechts, relativ zentral, ja. Aber wer fährt hinter Bad Kreuznach? das Nahetal hoch, ja. Die wenigsten, alle meistens sind das Menschen, die entweder weinbegeistert sind oder doch von dieser besonderen Landschaft schon gehört haben. Ja. Ja, absolut. Ich habe ja nebenbei jetzt mir hier den Weinberg Online aufgemacht. Das ist die VDP-Seite, wo sie quasi alle VDP-Lagen digitalisiert haben und als Kartenmaterial zur Verfügung gestellt haben. Also wenn ihr, liebe Hörer, da auch nachschauen wollt, dann geht auf die Seite vom VDP, also vdp.de. Und dort unter der Region Die Weine findet ihr eben dann den Link auch zu dem Online-Weinberg, wo ihr alle Lagen mit Klassifikation und Namen eben findet. Und wenn man dann eben die ist klasse, die Seite. Also die Katja, glaube ich, hat das ja gemacht und es war eine sehr akribische Arbeit, bis das alles gestanden hat. Also ich finde, ich bin ja so ein Kartenfan. Ich bin als Kind schon immer mit dem Finger auf dem Atlas rum und war schon überall, ja. Und deswegen finde ich das total klasse. Und wenn man da nach Oberhausen reinzoomt, wo also westlich von Bad Kreuznach ist es dann gelegen, ein bisschen flussaufwärts. Wenn man da reinzoomt, ist mir als erstes aufgefallen, also ringsherum, du hast es schon anklingen lassen, nur große Lagen. Also gibt es überhaupt eine erste Lage? Ja, diese Kategorie existiert nicht an der für VDP nachher. Aber, auch wenn es existieren würde, also Gut Hermannsberg hat nur Besitz in GG-Lagen, ja. Okay. 30 Hektar. Und natürlich kann man das nicht alles als GG vermarkten. Wir befinden uns auch in einem langwierigen Prozess der Überarbeitung der Weinberge, beziehungsweise da, wo die alten Reben ganz toll dastehen. Natürlich bleiben sie, aber es wird nach und nach werden die Parzellen, die etwas mittelmäßig sind vom Rebmaterial oder wo das Pflanzsystem unsere Ideale nicht entspricht, werden erneut. Und daher haben wir eine ganze Menge jüngere Reben. Und diese jüngere Reben kann man
nicht einfach so gedankenlos der Wein als GG vermarkten. Nee. Ja. Also das ist ja auch wieder ein sehr, sehr spannendes Thema, das Alter der Wurzelstöcke. Ich hatte letztens ein Webinar mit australischen Winzern und Australien hält ja sehr, sehr große Stücke auf seine Ancient Rootstocks, wie sie es nennen. Ja, also die haben ja eine eigene Klassifikation für das Alter der Reben und zum Teil ja auch Stöcke, die mehr als 100 Jahre alt sind. Ja. Das war auf Facebook dann oder in unserer Filterblase auch eine heiße Diskussion, inwieweit das Alter der Rebstöcke tatsächlich ein Qualitätskriterium ist. Und ich für mich muss sagen, für mich ist es einfach einleuchtend, physiologischen Eigenschaften von alten Rebstöcken, dass sie bessere Weine erzeugen, ist für mich einfach naheliegend und äußerst nachvollziehbar. Natürlich kann man auch aus jungen Stöcken tollen Wein machen, aber ich denke, das Potenzial, die Möglichkeiten, die Komplexität, die Konzentration kommt letzten Endes erst mit dem Alter, schon allein wegen der Größe oder Tiefe des Wurzelmaterials. Ja. Und ich glaube, das ist das, was du jetzt in die Richtung angespielt hast. Für ein großes Gewächs braucht es eben eine gewisse Fokussierung und Konzentration. Und das geht jetzt nicht mit dem Jungfernwein oder sagen wir mal die ersten 5 Jahre, sondern da muss der Stock schon 10, 15, 20, 30 Jahre auf dem Boden stehen, damit er das hervorbringt. Und man muss denken, es sind sehr viele Faktoren im Spiel. Also wenn jemand eine schlechte Klone auf dem falschen Rebunterlager vor 50 Jahren gepflanzt hat, dann sind die Reben jetzt alt, aber nichts Besonderes, weil die Klone und der und Lachsreber nichts taugen. Ja? Wenn du die beste alte Reben hast, ja, alles super stimmig, aber sie schlecht gepflegt werden, dann kommt diese Sache auch nicht unbedingt zur Geltung. Ja? Ich würde sagen, Stuart, wir haben genug über Wein gesprochen und jetzt wird es Zeit, den Wein auch mal im Mund zu nehmen. Du hast freundlicherweise mir eine Flasche von Gut Hermannsberg eben zur Verfügung gestellt. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ich fange immer ganz gern erstmal an, die Flasche zu beschreiben, weil wir ja im Podcast nur die Tonspur haben. Aber es ist eine klassische Schlegelflasche. Ich finde die Etiketten sehr ansprechend. Der Adler erinnert, was soll ich sagen, wirkt so ein bisschen kaiserlich. Also es ist für was Herrschaftliches. Preußischer Adler, ja. Ja. Und du hast ausgesucht den 7 Terroir aus dem letzten Jahr 2019. Und das ist ein Riesling trocken mit 12,5 Volumenprozent und ist als Gutswein, glaube ich, klassifiziert im Rahmen des VDPs. Ja, ne? Ja. Aufs Papier ist es ein Gutsriesling. Ja. Ja. Aber ein typischer Gutsriesling ist ein Cuvée, ein bisschen Wein von jungen Reben in Toplagen, ein bisschen Wein von Mittelklassgelagen und wahrscheinlich ein bisschen aus die, sagen wir, einfachste Weinbergslagen des Weinguts. Ja. Hier haben wir ausschließlich der Cuvée besteht zu 100% aus Weine, die in GG-Lagen gewachsen sind. Es sind überwiegend die jüngeren Reben. Das ist nicht, man könnte sagen, es ist, weil die Weine aus den jungen Reben nicht so spitze sind wie die aus den alten. Ja, aber es ist auch ein ganz anderer wesentlicher Punkt dabei. Die Weine aus den älteren Reben, die brauchen sehr lange, bis sie sich gut präsentieren. Sie sind langsam. Und dieser Wein kommt Ende April, Anfang Mai jedes Jahr auf den Markt. Ja, der hatte sowas wie ein halbes Jahr Reifezeit im Fass. Ja, das ist nicht sehr lange. Und der muss in diesem Moment, als er rauskommt, überzeugen. Ja, also wenn wir die Weine aus den ältesten Reben dafür nehmen würde, der Wein wäre total verschlossen. Also, ja, und
würde auch jetzt am Ende des Jahres, 6 Monate später, auch noch ziemlich verschlossen sein. Das kann der Ziel der Übung sein. Das ist zum relativ jung trinken und er muss auch dann relativ jung auch schmecken. Ja? Ja, da sprichst du einen wesentlichen Punkt an, was einfach das Konsumverhalten angeht, weil einfach der Trend schon dahingehend ist, dass die Weine zumindest im Massenmarkt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Wein jetzt zum Massenmarkt zählt, um Gottes Willen das nicht, aber die Tendenz ist, glaube ich, schon da, dass die Leute immer mehr verlangen, dass die Weine eigentlich sofort zum Verzehr geeignet sind und nicht noch jahrelang zu Hause lagern wollen. Ja, man muss realistisch mit diesen Tatsachen umgehen. Ist ja auch eine Frage des Überlebens des Weinguts. Ne? Ich meine, ich kann nicht nur immer in der Kür auftanzen, sondern ich muss ja auch irgendwie am Ende des Tages davon leben können und überleben. Und da muss ich eben ein gewisses Portfolio, eine gewisse Bandbreite einfach anbieten. Aber das Spannende ist eben jetzt, dass wir hier im Prinzip Wein aus GG-Lagen haben für einen sehr, sehr ordentlichen Preis, wie ich auf eurer Homepage gesehen habe. Für was verkauft ihr? Ich glaube, knapp 12 Euro war das ungefähr, ne? Ist natürlich schon sehr, sehr attraktiv vom Qualitätsverständnis her, vom Ursprung her zu dem Preis, ne? Also der Punkt ist für mich nicht nur, dass es ein guter Wein ist für diesen Preis oder einen sehr guten, sondern dieser Wein hat immens viel Charakter für den Preis. Mm. Er schmeckt nicht wie irgendwelche andere deutsche Weine oder nahe Weine. Ja? Mm. Es hat ein ziemlich einmaliger Geschmacksprofil. Wo kriegt man das für diesen Preis? Das ist besonderer. Ja? Und 6 von den 7 Terroirs, von den 7 Lagen, wo dieser Cuvée herkommt, haben Vulkanböden. Und deswegen ist der dominante Charakter hier das aus den Vulkanböden. Sie sind auch heterogen, aber ich finde hier, also da sind Noten so von Grapefruit, Zesta, Wildkräuter, da ist was Rauchiges. Das sind alle Noten, die wir im Team absolut mit den Vulkanlagen assoziieren. Ja. Mhm. Ja, also wir haben den Wein jetzt schon eingeschenkt, liebe Hörer. Von der Farbe ganz kurz, es ist eigentlich ein klassisches, blasses Zitronengelb. Vielleicht, ich habe hier leider total schlechte Lichtverhältnisse. Ich weiß nicht, Stuart, wie ist er denn bei Tageslicht? Ich habe hier schlechtes Wetter gerade. Es ist interessant, wenn man die Farbe vergleicht mit unserem anderen Gutsriesling. Mhm. Wir haben ein fruchtbetonter, leichter Gutsriesling. Ein lustiger Wein namens Just Riesling. Mhm. Wenn man ihn in dem gleichen Glastyp, neben dem 7 Terroirs steht, dann sieht man, dass 7 Terroirs eine deutlich tiefere Farbe hat. Mhm. Ja? Mhm. Das hat mit Ursprung zu tun, zuerst, weil Just Riesling stammt aus sanfter Hänger um bei Kreuznach, am Herzen der Nahe. Mhm. Und 7 Terroirs stammt nur aus Steillagen, steinige Böden, also extreme Situationen. Ja? Mhm. Und der zweite Unterschied zwischen den beiden ist, 7 Terroirs ist alles spontan vergoren. Mhm. Und Just Riesling ist nur mit Reinzuchthefe vergoren, weil wir die fruchtbetonte Art so betonen. Wir wollen das so klar und deutlich wie möglich. Ja? Mhm. Und dann die zwei Wege scheiden sich. Schon in der Farbe sieht man das. Ja? Also ich muss sagen, ich habe gespickt vorher, ne? bevor wir telefoniert haben, bin ich auf die Seite gegangen und habe gesehen, wollte lesen, was du über den Wein schreibst. Also die Grapefruit-Note kann ich 100%ig nachvollziehen, aber auch die Mineralität springt heraus. Es ist eine gewisse Salzigkeit, es ist nasser Stein ein bisschen. Man erahnt natürlich, dass es Riesling ist. Also ich denke, die Aprikose ist in einer gewissen Abwandlung schon auch da. Ja, ist ein bisschen da, weil 2019 so ein toller Jahrgang war. Wir mussten rennen mit der Weinlese, um den Geschmacksprofil zu bewahren. Wenn wir eine Woche später gewartet hätten, wären die Weine lasch und überdreht aus unserer Sicht. Für uns ist es
für Carsten Peter, der Winemaker und sein Team, ist es total wichtig, dass die ganze trockene Rieslinger ab 7 Terroirs aufwärts, dass alle diese Weine in der Ecke 12,5 bis 13 Alkohol liegen. Mhm. Wir haben auch eine Vorstellung von einer gewissen Säureprägung, dass das nicht zu schwach ausfallen darf. Ja? Mhm. Und man diese Klarheit in aromatischen Ausdruck hat. Ja, mhm. Ja, geschwenkt ändert sich der Wein auch nochmal extrem. Ja. Also da kommt, sag's ruhig, was dein Eindruck? Bitte, bitte. Also da finde ich, kommt noch eine sehr herbe Note dazu. Das erinnert mich an Limette, vielleicht ein bisschen Blutorange. Ich habe aber auch zum Teil tropische Sachen mit drin. Da kann ich mir jetzt eine Passionsfrucht vielleicht sogar reindenken. Ja. Also extrem vielschichtig auf jeden Fall schon. Ne? Ja. Sehr komplex. Folge dem Wein bitte die nächsten Stunden und Tage. Also er blüht so richtig auf. Er ist immer noch, er ist offen genug, ihm sehr zu trinken, aber ganz und vor allem, wenn man ihm ein bisschen Luft gibt. Ja. 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 Ich halte, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich ja, weil 2019 von der Theorie her geht es gar nicht, aber eine ganz leichte Petrolnote habe ich da, oder wie würdest du es beschreiben? Nee, wenn Sie meinen TDN, das glaube ich nicht. Nee. Sehr eigenwillige Noten, die in diese mineralische Ecke liegen, ja. Ja, also es ist was Rauchiges, vielleicht Feuerstein trifft es vielleicht eher, ne? Ja. Ja, dann probieren wir mal. Ich meine, es ist hat seine Säure, ne? Absolut, ja. Wer Säure nicht mag, soll den Wein meiden. Ja. Aber es ist ein sehr ausdrucksstarker, geschmacklich voller Wein. Ne? Also, der ist vom Gewicht in etwa gleich wie die GGs. Also, sie schmecken nicht voller, sie schmecken tiefer und feiner. Ja? Mhm. Das ist der Unterschied dazwischen. Es gibt ein paar andere Weingüter, die einen ähnlichen Weg gehen mit ihrem Gutsriesling. Da denke ich an sowas wie Steinterrassen von Hyman Löwenstein oder der Gutsriesling von Böcklin-Wolf. Es schmeckt nicht leichter als die Topweiner, nur ein bisschen schlichter. Ja. Nicht so ewig lang im Nachhall. Ja? Ja gut, er ist kürzer, aber wie jetzt, ich habe vor kurzem halt, ist Pfalz, aber sei es drum, ich habe vor kurzem ein großes Gewächs von Winningen probiert, den Kalkofen. Ja. 2018, mir sagen immer spaßeshalber Kindermord, der Wein war natürlich auch viel zu früh, aber der Wein war auch jetzt mit 2 Jahren schon wirklich sehr, sehr gut zu trinken und ich denke zum absoluten Top-Niveau, ich glaube, was du versuchst anzusprechen, ist der Umstand zwischen Komplexität, Opulenz, aber die Eleganz und Leichtfüßigkeit, gerade beim Riesling, dann eben nicht zu vergessen. Es darf halt nicht total erschlagen werden. Man muss irgendwie beides hinkriegen, Konzentration und Eleganz. Ne? Das ist eine Frage, was man will. Aber wenn man Opulenz total betont, in der aktuellen klimatischen Situation, 20 war wieder ein sehr warmes Jahr, also noch ein Tick wärmer als 19, ja. Also wir sind in einer Situation, wo es sehr leicht ist, opulente Weine zu machen. Aber meine Befürchtung ist, wenn man in diese Richtung geht, dann verliert man diese packende Frische. Ja? Ja, das ist das, was du jetzt gleich im Weinglas haben wirst mit deinen Elsässern. Das ist Opulenz pur wahrscheinlich. Genug bei Gewürztraminer mit 14 Alkohol und 50, 60, weißt du, so. Ja, ich dachte eher in die Richtung, dass man halt versucht, die Opulenz einzufangen und eben nicht extra zu betonen, weil die bringen die warmen Jahrgänge ja von Haus aus eigentlich schon eher mit sich. Also, da geht es eben eher darum, die Filigranität vielleicht hervorzuarbeiten. Ne? Ja, genau so ist das. Ja. Ja, also der Wein im Mund, muss ich sagen, gefällt auch. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was würdest du für eine Trinktemperatur empfehlen? Ich habe den Eindruck, der Wein würde auch über eine breitere Temperaturspanne gut funktionieren. Ich denke auch, dass es Geschmackssache ist, ja. Also wer ihn direkt aus dem Kühlschrank bei 4 Grad Celsius serviert,
Okay, an einem sehr heißen Tag wäre das eine vernünftige Strategie. Aber aus meiner Sicht, wir sind raus aus dieser, Wetterphase. Und ich würde eher für sowas, wahrscheinlich bei mir hat er jetzt 10, 11, 12 erreicht. Und dann kriegt man am meisten raus, denke ich mir. Ja. Also die Säure ist sehr prägnant, aber das erwarte ich auch für einen Riesling. Aber ich finde es jetzt nicht übertrieben spitz. Ja. Der Wein ist trocken, du sagst es erst. Trocken im Sinne von 1 Gramm Restzucker. Noch weniger? 4. 4 hat er? 4,5. 4,5, ja. Ja. Also mit 1 Gramm, das wäre ein bisschen hart. Aber das regelt sich, sagen wir, quasi von selber, weil mit nur Spontangärung und die Hefekultur, die in unseren Keller sich eingenistet hat, wäre es extrem schwer, auf diese 1 oder 2 Gramm zu kommen. Ja. Wir wollen es nicht. Ja? Wir wollen es nicht. Sehr viele bleiben mit etwas Restsüße hängen, anderen schaffen es doch mehr, ins ganz Trockene zu gehen. Dann kommt das, also diese Cuvée hatte mehr als 20 Komponenten. Ja. Die Vielfalt führt auch zu dieser besonderen Harmonie. Ja, der Vielfalt von Terroir-Charakter, aber auch der Vielfalt punkto, wie strahlend, wie straff, wie markant die Säure ist, ob ein kleiner Süßer da schleift, das schleift oder eben nicht. Ja, Ja. Also ich finde ihn sehr, sehr lecker. Es ist, wir müssen unbedingt nochmal auf den Begriff Terroir zu sprechen kommen. Ja. Ich habe das im Podcast auch noch schon mal thematisiert, auch mit einer, ich sage jetzt mal, horizontale mit 3 Rieslingen vom Tesch, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne vielleicht ein Nachbarweingut, das hast du ja in deiner Weinwunder Deutschland Serie, glaube ich, auch, warst du ja beim Tesch, glaube ich, auch damals, und da ging es eben mir eben auch darum zu präsentieren, weil der Tesch eben jemand ist, der, glaube ich, 7 verschiedene Bodenarten zur Verfügung hat und selber Jahrgang, selber Winzer, der einzige Unterschied ist eben der Boden gewesen, um den Einfluss des... Ziemlich ähnliche Idee wie bei Gut Hammersberg. Ja. Was zählt denn für dich alles zum Terroir dazu? Naja, definitiv ist es der Boden. Ja, aber ich würde sagen, das Land, das Stück Land, ja, mit all seinen Eigenschaften. Ja, das bedeutet nicht nur, welche Stein der Fels darstellt, nicht nur wie der Boden Beschaffenheit ist, wie sandig, wie tonig zum Beispiel, nicht nur die Exposition, ja. Diese sind alle sehr wichtige Punkte, aber es kommt das Wetter dazu. Natürlich, Klima gibt es, aber Klima ist eine Abstraktion aus dem Wetter über einen längeren Zeitraum. Ja? Mhm. Da versucht man, diese Daten, diese irrsinnige Masse von Daten, die man über einige Jahre sammelt, zu einem Gesamtbild zu fügen. Mhm. Ja? Was immer eine gewisse Vereinfachung bedeutet. Ja? Und dann gibt es der Faktor Mensch, weil ein Mensch hat entschieden, zum Beispiel 1902, 3 von diesen 7 Terroirs aus dem Nichts zu schaffen. Mhm. Als das Weingut gegründet wurde, als königlich-preußischer Weinbaudomäne. Ja? Ja, vorher war nichts. Und der Mensch hat es zu schaffen. Und ab dem Jahrgang 1907 gab es auch Wein aus dieser vorherigen schroffer, verwilderte, felsige Hänge, wo es maximal Zwergeichen gab. Zwergeichen, weil der Boden nichts hergegeben hat und die Eichenbäume nicht so richtig groß wachsen konnten. Ja? Das ist eine Entscheidung von dem Mensch. Und auch der Mensch hat entschieden, dann nicht zu versuchen, nette Weine, sondern ganz besondere Weine zu erzeugen.
Jahrhunderten. Ja? Und Mauern wurden gebaut, Straßen wurden gezogen, Reben wurden in Zeilen gepflanzt. Das ist alles menschlich, das ist nicht natürlich. Mhm. Und der Mensch trifft die Kernentscheidungen. Ja? Die ganzen Trauben fallen nicht in der Natur schlagartig an einem Tag von den Reben ab. Mhm. Ja? Das passiert nicht, ne? Die werden über viele Wochen von Vögeln gegessen. Ja. Star ist der erste Evolutionspartner der Weinreber. Und wir sind Evolutionspartner Nummer zwei. Ah, okay. Der Star ist der Star. So ein Weinliebhaber. Hm. Ja. Verrückt. Ja, also ich Terroir ist natürlich ein Buzzword, ein Stück weit, würde ich sagen. Und es ist nicht letztendlich definiert oder festgelegt, was da drunter fällt. Ich glaube, jeder versteht auch ein bisschen was anderes drunter. Ja, in der Folge, wo es um Sherry ging letztes Jahr im Dezember, hatte ich einen Interviewpartner, der sagte zum Beispiel, in Jerez, in Andalusien, ist Terroir in erster Linie das Solera-System. Ja, die verstehen das als wesentlichen Terroir-Faktor. Ja. Aber letzten Endes ist es das Zusammenspiel von allen Komponenten, die du jetzt aufgezählt hast. Dem stimme ich absolut zu. Ja, es ist komplex. Nur, es fügt sich zusammen. Man hebt ein Glas, man riecht, kostet und sagt, verdammt nochmal, was ist das dann? Mhm. Boah! Also dieses Erlebnis, wie ich hatte es auf Gut Hermannsberg, April 1984, zum ersten Mal im Leben. Ich hatte es seitdem sehr häufig in sehr unterschiedliche Weinbauländer und Gebiete, ja? als ich neue Besonderheiten, die besondere Geschmäcker von besonderen Orten entdeckte. Ja? Mhm. Das ist, was Terroir für mich ist, der besondere Geschmack eines besonderen Ortes. Ja. Ja. Es ist quasi ein Stück weit der Gegenentwurf zur Massenproduktion, zum industrialisierten Wein, wie jetzt zum Beispiel als Schlagwort einfach Yellowtail. Ne? Das ist ein Massenwein, ein Markenwein im schlechtesten Wortsinn, der keine Ursprungscharakteristik hat und einfach ein Industrieprodukt meiner Meinung nach ist, von allein schon von der ganzen Menge her, der jedes Jahr gleich schmecken soll. Und das sind ja ganz extreme Gegenpole von dem, was eigentlich auf handwerklichem Niveau versucht wird. Ne? Sicher ist, trifft das zu, aber nicht vergessen, dass Gerritter mag nicht unseren Wein sein, aber es nie ist eine Weinmarke auf unserem Planet so schnell, so groß gewachsen. Ja. Und aus diesem Grund, also gibt es ganze Bücher zum Thema der Erfolg von Yellowtail. Und eine dieser Bücher heißt, wenn ich mich richtig erinnere, Blue Water Strategy. Ja, absolut richtig, genau. Und also nach dem Prinzip, wenn ein Ei im Wasser, wo schon Blut schon vorhanden ist, reinkommt, die Chance, dass er eine Beute findet, ist gering. Ja, aber ein Hai, der ins blaue Wasser reinschwimmt, wird reichlich Beute finden. Ja. Also ich muss sagen, ich sage es immer wieder, für mich hat jeder Wein, der existiert, auch seine Daseinsberechtigung, weil wenn er keine Nachfrage oder Konsumenten ansprechen würde, würde er spätestens im nächsten Jahr nicht mehr hergestellt werden. Also ich sag mal so, in der Weinszene oder in unserer selbstreferenziellen Branche ist es natürlich so, dass solche Sachen ganz gerne ein bisschen schief angeschaut werden, aber man muss ihnen in der Tat zugutehalten. Sie sind erfolgreich im Sinne von Marktanteilen und Umsatz und Betriebsgröße etc. Absolut. Dem kann man nur zustimmen und es ist von der Geschäftsidee her natürlich eine absolute Erfolgsstory. Ist aber jetzt von der Machart her vielleicht nicht unbedingt das, was jetzt in unserem kleinteilig geprägten Europa- und deutschen Weinmarkt machbar ist und auch nicht gesucht wird. Ne? So wird für mich ein Schuh draus dann irgendwo. Mm, ich meine, Massenweine werden in alle möglichen Weinländer erzeugt.
weil es einen Massengeschmack gibt. Natürlich für einen ganz bestimmten Preis. Und ich widerspreche diese Weine keinesfalls pauschal, ganz und vor allem, weil viele Menschen erleben Glücksmomente mit diesen Produkten. Soll ich zwischen dem Menschen und seinem Glück funkeln? Nee. Never ever. Never ever. Das ist keinesfalls meine Rolle. Ja. Und wie oft hast du schon Yellowtail getrunken? Ja, klar. Ja, auch. Aber ich habe eine Serie von Berichten auf meinem Blog zum Thema veröffentlicht. Mhm. Und dann später musste ich sie runterholen, weil jemand sich beschwert hat. Nicht der Erzeuger, muss ich sagen. Jemand anderen, der in dieser extreme Story vorgekommen ist. Okay, ja, spannend. Ja. Zum Schluss würde ich dich ganz gern fragen, Stuart, ich habe vor meinem Besuch von 2015, habe ich mir eine Magnum-Flasche Rothenberg 2013 genommen. Ja, und jetzt habe ich mir die Karte hier nochmal hergeholt, den Weinberg Online, und Rothenberg ist ja ein bisschen ab vom Schuss, sage ich mal so, es ist ein bisschen singulär. Was kannst du mir zu dem Wein erzählen, dass ich nicht öffnen muss, noch nicht? Der ist durchaus zu trinken jetzt. Ja? Ja, also man muss nicht länger warten. Aber ich gehe davon aus, Magnumflasche, wenn er gut gelagert würde, dass er noch sehr viele Jahre halten würde. Ja, sehr viele, vielleicht Jahrzehnten. Ja? Mhm. Neulich haben wir auf dem Weingut eine Flasche 49er Spätleser aus der Kupfergrube getrunken. Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Eine der besten Weine, den ich je erlebt habe. Aber zurück zum Rothenberg, ja. Der ist nicht nur ein bisschen ab vom Schuss, der ist am Ende der Welt. Okay, ja. Man fährt vom Weingut dahin, im Jeep des Winemakers, etwa 20 Minuten, und er ignoriert die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Um es in 20 Minuten zu schaffen, dann steht man am oberen Spitze von diesem Weinberg, blickt raus über dem Alsenstal, ein Seitental von der Nahe, und man sieht Wälder, Burgen, und eine urdeutsche Landschaft, aber es sieht eher wie ein Gemälde von Bruegel aus oder es ist ergreifend und der Wind peitscht. Es ist nicht nur unsere höchstgelegene, unsere steilste Lage, es ist auch die windigste Lage mit Abstand. Es ist die kühlste daher durch die Summe von all diesen Faktoren. Und es ist der rassigste Wein. Und extrem mineralisch. Für manche zu mineralisch, viel zu mineralisch. Aber ich meine, das trifft manchmal bei sieben Terroirs vor. Manche sagen, nein, gib mir lieber noch ein Glas vom Just Riesling mit seiner schönen Obstschale, Charakter. Alles wunderbar. Ja, und im Rothenberg, diese mineralische Note ist manchmal nicht nur rauchig, das ist wie Räucherspeck. Ah, okay. Ich stehe auf sowas. Ja. Ja, im Jungbein. Und das wandelt langsam auf der Flasche um in feinere und würzige Noten. Ja. Super. Haben wir noch irgendwas vergessen, Stuart, was du noch erwähnen wollen würdest zum Gut Hermannsberg, zu Riesling, zu dir oder allgemein? Ich würde sagen, was ich gelernt habe, ist, dass die Reise immer weitergeht und dass jedes Mal, dass man denkt, dass man Riesling, der deutsche Wein oder was anderem durchblickt, dass man definitiv falsch liegt und vielleicht auf irgendwas stoßt, irgendeinem Wein, wo man sagt, boah, was ist das denn? Ja. Und das ist der Grund, warum der Wein mich nach wie vor fasziniert, wenn ich gefragt werde,
was mein Lieblingswein ist, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die gerade erwähnte 49er Kupfergrube Spätlese, Hermannsberg. Ich komme einfach nicht dran. Okay. Auch ich nicht. Keine Chance. Aber ich hatte zumindest einmal das große Glück, einen Schluck zu mir zu nehmen. Ja. Oder die nächste große Entdeckung. Und die liegt vielleicht neben mir im Kühlschrank. Eine dieser Gewürze ist vielleicht doch was ganz anderes, als ich denke. Ja. Und nichts wichtiger für mich beruflich, als offen für diese Überraschungen zu sein. Ja, das spricht mir auch aus dem Herzen, weil ich immer wieder die Leute versuche, zum Ausprobieren zu animieren. Stammkundschaft in allen Ehren, aber die Weinwelt oder der Wein lebt einfach davon, auch verschiedene Sachen zu probieren, über den eigenen Tellerrand zu blicken und ein bisschen aufgeschlossen zu sein und offen für Neues. Ne? Ganz genau. Ja, ich glaube, das ist aber nicht nur beim Wein so, das glaube ich, würde auch gesamtgesellschaftlich ganz gut zu Gesicht stehen zurzeit, glaube ich. So ist das. So ist es. Das würde ich sagen, ist das perfekte Schlusswort, lieber Stuart. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir jetzt so lange Zeit genommen hast. Wir haben ein bisschen überzogen, aber es ist schön in dem Podcast-Format, dass es so lang gehen kann, wie beide Gesprächspartner wollen. Vielen Dank für den leckeren Wein. Ich werde den natürlich entsprechend verlinken in den Shownotes, dass die Leute ihn auch gleich finden und nachbestellen können und das Folge nachhören. Ja. So machen wir es auf alle Fälle. Und gut, Hermannsberg, ich kann es nur selber sagen, ist und die Landschaft drumherum ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ich bin da auch mit sehr, sehr offenen und warmen Armen empfangen worden. Und die Leute haben sich auch sehr viel Zeit genommen, die Weine zu erklären. Also es ist auf jeden Fall ein Besuch wert und man wird da mit offenen Armen immer empfangen. Wie groß ist die Chance, dich dort selber anzutreffen, abgesehen von Corona? Naja, wenn es nicht Corona gibt, gibt es eine gute Chance, mich da zu treffen. Aber natürlich im Moment nicht. Ja, ist klar. Ich muss in den Terminkalender zu schauen, wann ich letztes Mal da war. Oh Gott, ja, das ist sehr schrecklich. Sehr. Gut, lieber Stuart, dann bedanke ich mich und ich hoffe, wir treffen bald wieder in der Weinwelt aufeinander. Mit ganz großer Sicherheit. Ja, liebe Hörer, das war's schon wieder. So schnell ging auch diese anderthalb Stunden wieder vorbei. Liegt einfach daran, wenn man interessante Gesprächspartner hat wie Stuart Pickett. Für mich war es wieder sehr inspirierend und erleuchtend vielleicht sogar. Auf jeden Fall hat es meinen Weinhorizont auch erweitert. Ich finde es immer wieder spannend. Ich habe es ja schon öfters gesagt, wenn man mit wirklich den ganz großen Experten und in diesem Fall auch im besten Wortsinn schillernde Persönlichkeiten aus der Weinwelt spricht, das ist immer faszinierend und bereichernd und bringt einen auf der persönlichen Weinreise weiter. Ja, dann vielleicht noch zum Abschluss der Ausblick auf die nächste Podcast-Episode. Diese kommt am 2. Januar heraus, also ganz frisch im neuen Jahr. Und zwar geht es dann dort um deutschen Rotwein. Und da werden wir dann eben auch zwei Weingüter, lustigerweise, das war gar nicht so geplant, verkosten, die, glaube ich, auch in Stuarts Fernsehsendung Weinwunder Deutschland drankamen. Zum einen werde ich einen Spätburgunder von der A probieren, von Meyer-Näkel, den Grauwacke, und zum anderen einen Dornfelder von Hensel aus der Pfalz. Auf meiner Webpage zum Podcast, also weinpodcast.de, findet ihr in Kürze auch in meinem Webshop zwei Alternativen, die zum Nachvollziehen dieser beiden Rebsorten dann auch gut geeignet sind, oder ihr besorgt euch eben genau diese Weine, aber es geht mir hier ja wie meistens immer erst um die Präsentation dieser Stilistiken und da bietet sich in Deutschland meiner Meinung nach eben der Spätburgunder von der A in diesem Fall und einen Dornfelder aus der Pfalz an. Ja, dann nochmal der Aufruf, werdet Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht. Das sind mittlerweile knapp 100 Leute drin
und der Austausch dort funktioniert ganz gut und das ist einfach der beste und unkomplizierteste Kanal für schnelle Updates rund um den Podcast und meine Online-Weinkurse. Schaut dort vielleicht vorbei, vielleicht habt ihr ja im Freundes- und Familienkreis weininteressierte Leute, denen ihr auch zu Weihnachten einen Online-Weinkurs schenken könnt. Das, denke ich, passt für diese crazy Corona-Time hier ganz gut. Da kann man dann etwas sein Weinwissen etwas aufbohren. Das soll es gewesen sein von meiner Seite aus für dieses Jahr. Ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut durch den drohenden, anziehenden Lockdown, genießt trotz allem die Feiertage, nutzt die technischen Möglichkeiten, hätte ich gesagt, vielleicht mit Freunden und Familie in Kontakt zu treten und im kleinen Kreis doch zu feiern. Und ich freue mich, euch dann am 2. Januar, dem zweiten Tag des neuen Jahres, dann hier auf dieser Welle wieder begrüßen zu dürfen mit den deutschen Rotweinen. Bis dahin, danke für eure Treue, fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, einen guten Rutsch. Bis ins nächste Jahr. Ciao, Servus, euer Florian.